aus dem Weg machen. Stefan, 60 Minuten gegen den amtierenden Meister bei der Schussfrequenz, die hingelegt haben. Wie war das Spiel für dich? Ja, also es war jetzt im Prinzip kein Unterschied zu den anderen Spielen, weil wir sind heute wieder die Pucks um die Ohren geflogen. Wieder 5 Gegentore bekommen. Aber ich denke, dass heute wieder ein gravierender Unterschied war zu den Spielen davor, die ich gemacht habe. Ja, ich denke heute, dass das Powerplay entschieden hat. Das war es für dich ja der erste 60-Minuten-Einsatz unter Bill Stewart. Das letzte Mal hast du gespielt, da stand Igor Pavlov noch hinter der Bande. Merkst du den Unterschied für dich? Arbeitet die Defensive anders für dich? Ja, im Regelfall kriegen wir jetzt weniger Gegentore. Ja, klar, wir spielen ganz anders, wir stehen kompakt. Jeder hilft dem anderen, was vorher gefehlt hat. Jeder macht den letzten Schritt. Und klar, das ist auch leichter zu spielen. Da gab es im letzten Drittel einen Save gegen Dennis Pedersen. Den haben wir alle schon drin gesehen. Wie hast du den noch rausgefischt? Weißt du, wen ich meine? Nee, weiß ich nicht. aber wie hast du deine Leistung heute gesehen? Bist du zufrieden? Also im Grunde kann man ja stolz sein auf das, was ihr heute geleistet habt. Ihr habt wirklich eine gute Partie geliefert. Ja, das erste Tor war natürlich überflüssig da von der Rückhand. Der darf mal nicht passieren. Ansonsten, ja, es war viel dabei, viel Überzahl mit Gefühl, Direktschüsse und ja, es war schon schwierig, vor allem jetzt, wo wir über Weihnachten 2 Spiele für Herne gemacht in der Oberliga und dann ist natürlich ein gravierender Unterschied wieder zu dem Niveau jetzt dann gleich gegen die Eisbären. Ja, also ist schon hart gewesen, das Spiel. War schon hart gewesen. Wird das jetzt so lange unerfreuliche, fliegt, aber ist es trotzdem jetzt ein Spiel, über das man noch nachdenkt oder geht ihr eigentlich ganz mit einem ganz guten Gefühl im Bauch nach Hause? Ja, klar, ich ärgere mich darüber natürlich. Das war es, das 5. Spiel, die 5. Niederlage, das ist natürlich nicht schön. Ja, ich hoffe, dass es dann irgendwann oder am besten beim nächsten Mal schon wieder klappt. Schon wieder besser wird. Stefan, möchtest du auch noch Neujahrsgrüße loswerden an die Haie-Fans auf dem Weg gerade? Ja, selbstverständlich. Ja, vielen Dank für die Unterstützung dieses Jahr. Es war super und im nächsten Jahr soll es so weitergehen. Am besten natürlich mit besserem Eishockey und vielen Punkten. Und da wünsche ich mal einen guten Rutsch und ein frohes Neues. Danke. Danke dir. Guten Tag.